Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Tag 9. Ja, heute, ihr hört es vielleicht, wir sind im Zelt, es regnet gerade draußen etwas. Das irische Wetter ist jetzt endlich da. Mal schauen, wie lange es bleibt und wie stark es wird. Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon natürlich nicht unterkriegen und machen heute mal einen Ausflug hier in der Gegend und schauen uns den Burren an. Da gibt es auch noch ein paar alte keltische Gräber zu besichtigen. Ja, und alles Weitere sehen wir dann. Das Wetter wird rauer, der Wild Atlantic Way führt uns jetzt am Burren entlang. Und zwar ist das ja eine sehr, sehr felsige Landschaft. Aber sieht sehr schön aus. Den Campingplatz mit dem Glamping und den Burren haben wir schon lange hinter uns gelassen. Galway haben wir auch erstmal links liegen gelassen und sind jetzt im County Mayo unterwegs Richtung Letterfrack. Auch den Wild Atlantic Way haben wir verlassen und sind jetzt hier gerade im kleinen Örtchen Kong angekommen. Und hier gibt es auch eine nette kleine Abbey, eine verfallene. Ja, die schauen wir uns erstmal noch an. Und dann geht's weiter Richtung Letterfrack und Connemara Nationalpark. Und dort wollen wir heute Mittag noch eine kleine Runde wandern gehen. Die Landschaft hier ist wirklich atemberaubend. Auf dem Weg nach Letterfrack hat sich jetzt das Landschaftsbild komplett geändert. Wir fahren hier durch so ein schönes Tal durch. Links und rechts jeweils Berge. Richtig schön. Einfach fantastisch, diese Landschaft hier. Die Weite. Wahnsinn. Schafe laufen echt bis ganz da hoch. Wir sind nun im Connemara Nationalpark angekommen, waren unsere Koffer schon in unserem Hostel abstellen und sind jetzt gerade im Connemara Nationalpark selbst drin und machen jetzt hier gerade eine kleine Wanderung. Und zwar geht es auf diesen Berg hoch. Mal schauen, ob wir bis ganz hoch kommen. Und wenn ihr wollt, dann bleibt jetzt einfach dabei. Eine fantastische Landschaft hier, eine super tolle Aussicht.
wir sind jetzt hier fast ganz oben angelangt. Eine wirklich wahnsinnig tolle Aussicht, dass man hier oben kommt. Darunter ist noch eine alte Abbey. Da gehen wir morgen nochmal hin. Und hier wirklich heute mal wieder fantastisches Wetter. Eine wirklich krasse Weitsicht. Selbst da hinten sieht man nochmal den Atlantik und die Bucht. Richtig genial. Ja, den Connemara Nationalpark kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist definitiv ein Highlight auf unserer Tour hier durch Irland. Fantastische Wanderung mit sensationellem Weitblick. Da haben wir ihn nochmal, den Diamond Hill. Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass wir da komplett hochgelaufen sind. Das sieht so weit aus, aber es war doch wirklich zu schaffen. Good morning und willkommen zu Tag 11. Ja, wir sind gerade hier in unserem Hostel am Frühstücken. Haben die Nacht sehr gut verbracht. Gestern Abend waren wir noch schön wandern, seht ihr auch auf den Aufnahmen. Und ja, jetzt geht unsere Küste wieder am Wild Atlantic Way entlang, Richtung Süden dieses Mal, Richtung Galway. Dort wollen wir dann heute Abend eintreffen. Und dann haben wir morgen den ganzen Tag in Galway zur Verfügung und können uns dort die Zeit vertreiben. Das ist die Kylemore Abbey. Liegt wirklich schön hier an einem See. Momentan sind gerade die Wolken hängen sehr tief am Berg. Echt schön gelegen. Und ich drehe mich jetzt nochmal rum. Und dann seht ihr hier im Hintergrund der Berg, der total in den Wolken hängt. Da waren wir gestern oben drauf. Die Gewinnerpostkarte, wer wird es sein? Ich fand es bestimmt schon die letzten zweieinhalb Stunden hier am Wild Atlantic Way. An der Küste entlang, die Landschaft hat sich wieder geändert. Es ist wieder felsig, aber nicht so felsig wie im Barren, wo eben die Lüfte dazwischen waren, sondern hier liegen überall riesige Findlinge rum. Jetzt kann man es hier leider gerade nicht sehen, an der Stelle, wo wir gehalten haben. Aber es ist echt eine wunderbare Landschaft hier. Hier im Hintergrund seht ihr auch nochmal so einen felsigen Hügel, nenne ich es mal. Wirklich total cool hier. Ja, und wir nähern uns immer weiter Galway, wo wir dann heute am späten Nachmittag ankommen werden. Galway haben wir jetzt relativ schnell erreicht, sind hier jetzt schon in unserer Unterkunft, richtig schön hier, alles sehr, sehr vom Feinsten, würde ich sagen, schick, und ja, jetzt machen wir noch ein bisschen die Stadt unsicher und dann ist Zeit für was zum Abendessen. Wir stehen hier jetzt vorm sogenannten Lynch Window, und zwar hat das folgende Bewandtnis. Der Herr James Lynch
ehemaliger Major, Bürgermeister von Galway, hat seinen Sohn zum Tode verurteilt, weil der jemand anderen ermordet hat. Und weil keiner der Scharfrichter damals den Sohn des Bürgermeisters hinrichten wollte, hat der James Lynch eben seinen Sohn selbst umgebracht. Und daher kommt auch der Ausdruck, jemanden lynchen. Sagt man zumindest.